DDR-Museum und lass dann uns gehen wir bilden. Genau. Yeah. Und danach gehen wir ins Pan-Asia was essen. Was war denn die Spitzengeschwindigkeit von dem? Ich glaube, wenn er 100 gefahren ist, dann war das schon eine ganz gute Leistung. Das also die schnellsten waren, Autos waren es mit Sicherheit nicht. Hier befinden wir uns jetzt in einem original nachgestellten Wohnzimmer. Ja? Sehr viele Gäste, gerade speziell Gäste, die aus der ehemaligen DDR kommen, können sich hier sofort wiederfinden, weil es gab keine große Auswahl an Möbeln. Die haben echt ganz andere Shops als bei uns. Wir könnten dort reinschauen. Eine Kombination aus allem. Ja, es war lustig. Ja, es war lustig, es war spannend, es war. Ja, das sind Talente, das ist unglaublich. Toll, ja. Also Akrobaten, richtige Körperkünstler. Wir machen die Musik, glaube ich, sogar selber. Stimmt, ja, das war alles so synchron. Die Bewegungen und dann die Musik. Total jung vor allem.